Das heißt, ich gehe jetzt mal da runter. Ich will da. Ja, weil Dolmen. Ja, okay, hier komme ich glaube ich nicht rechtzeitig durch. Wenn da jemand einen Spieler gestartet hat, werde ich wahrscheinlich nicht recht. Ja, doch. Jetzt hat die eigentlich gestartet gerade. Den Dolmen von Zaba Mat entdeckt, okay. Ja, weil das dauert immer einen Moment, bis die wieder erscheinen. Deswegen habe ich mich jetzt gerade beeilt, dort mitzumachen. Auch noch gut eben mitzumachen. Das kann man ja ein bisschen die Kriegergilde hochleben. Weberin heißt da der Boss. Hm? Die Dädra, die Anker, ihr zerstört sie umsonst. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man Schmuck sammeln will, also Ringe besonders. Hier oben liegt ein Buch, Formen des Glaubens, die Argonier. Das hat einem Ebenherz-Soldaten gehört. Ich weiß, dass der nicht mag, wenn man Pilze einsammelt, aber es ist mir jetzt Wurst, das ist mir jetzt egal, ich schicke den nicht jedes Mal weg. Ich finde das so ein bisschen blöd gemacht. Jedes Mal müsste man den wegschicken. Damit der nicht schlechte Laune. Also ich weiß nicht, wenn ich sehe, es geht dann wirklich tief runter. Dann muss ich ja dann vielleicht ihn doch immer wegschicken, wenn ich seinen Rang nicht hoch bekomme. Also so nach der Ausrüstung und Stil etc. sieht das argonisch aus von der Leiche. Jetzt wieder zum Fischen wieder was. Bin ich hier halt relativ schnell durchgerannt, weil ich ja da zum Dolmen hin wollte. Aber hier links ist ja alles Mauern. Oder Berg, muss ich ja sagen, nicht Mauern. Ja, ja, ich nehm's dir nicht weg. Keine Angst, das hat genug. Einige haben immer mega der Stress, wenn man in der Nähe eine Ressource kommt oder sind dann richtig gierig oder so. Ein paar Fundberichte und dann hat man genug Material. Also hier ist der obere Teil. Hier geht man unten durch, hier oben durch. Hier wäre eigentlich der offizielle Weg, sage ich jetzt mal. Also der Weg ist auch eingezeichnet. Da zurück gehe ich jetzt noch nicht, das mache ich jetzt nicht. Ich mache nur so ungefähr die Hälfte.
Aber dann kann ich, glaube ich, hier dann alles abhaken, dass ich alles angesehen habe. Das heißt, jetzt gehe ich oben. Weiß gar nicht, wer ist da eigentlich? Hauptmann Holgun, glaube ich, oder wer ist da zuständig? Ja, weil die Quest ist ja mittlerweile schon sehr, sehr lange offen. Das Bündnis hat die Feste Virak eingenommen, einen Engpass von immenser strategischer Bedeutung. Ich muss zur Feste Virak. Ich muss Paktsoldaten dabei helfen, sie wieder einzunehmen. Aha, die sind schon in Feindeshand. Sprecht mit Feldweibel Gioring. Okay, hier ist jetzt das Lager von ihnen. Was kann der Pakt für euch tun, Reisende? Rüstung reparieren und Zeug verkaufen. Ich glaube, ich werde den Flammenstab mal behalten. Ich weiß nicht, ob ich ihn nachher mal einen Moment mit dem Flammenstab spielen lassen will oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob im neuen Addon dann wieder zwei neue Gefährten reinkommen. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen, dass ich da mal vorwärts komme im Spiel. Verdammte Bündnisschweine! Sie scheinen uns bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit anzugreifen. Alvos Orain heißt er, hä? Halt! Was wollt ihr? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, meine Freundin, wir befinden uns inmitten einer Belagerung. Wurde geschickt, um euch zu helfen, Feldweibel. Bei Chanceknochen. Es ist gut, noch eine fähige Kämpferin zu sehen. General Serin hat sich in die Feste Virak hineingegraben wie eine Zecke in den Hals eines Bluthunds und es fällt uns verflucht schwer, ihn wieder loszuwerden. Das Bündnis hat die Feste Virak eingenommen und die Mauern verstärkt. Kräftige Verstärkungstruppen der Nord warten auf uns in Rift, aber diese Feste hält sie auf. Unsere Katapulte können die Mauern nicht durchschlagen und bis jetzt haben sie jede Attacke abgewehrt. Wie kann ich helfen? Garin Endoril führt den Sturm an. Ihr findet ihn im Kommandozelt westlich von hier. Es heißt, wir hätten General Serin in die Ecke getrieben. Möge Kühne euch führen. Spaltet ein paar Bündnisschädel für mich. Mache mich auf zum Kommandozelt. Treibt die Truppen des Bündnisses. Verdammte Bündnisschweine! Garin Endoril erwartet euch. Schwimmt in Stille, Uligor der Mutige. Bewegt sich ungesehen, T. Marza. Er will Seril. Iweinel Amurit. Irilet Trandl. Ihr seid die Heldin, die Alexandra Cornele bei Vivex Fanfaren besiegt hat. Ich finde es echt interessant, dass die eben immer drauf reagieren. Wenn man da irgendwie Fortschritte macht oder gewisse Questabschnitte abschließt und so. Barain Oldretti.
Okay, hier hinten rum hat es nichts sonst. Also hier ist die Feste. Kann man da rumlaufen oder wie sieht das da aus? Ich hab's gerade wieder gut erwischt, dass Nacht ist. Dann ist alles ein bisschen schöner, sage ich mal, die Effekte und so. Also alles nehme ich jetzt nicht mit. Ich weiß nicht, zu wem die gehören. Das sind Bootjäger. Keine Ahnung. Argonier sind es auf jeden Fall. Hier liegt eine Leiche. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein Kult ist oder so. Keine Ahnung. Also man kann auf jeden Fall da hinten durchgehen, ha? Hier hat es irgendein Schrein oder so. Sind wieder unsere lieben Kollegen von vorhin. Also hierauf geht's jetzt nach Rift. Das ist dann ein komplett neues Gebiet. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich hier rüber... Also da hoch gehe ich nicht, dann bin ich in Rift. Hä? Ist die jetzt versperrt oder kommt man da durch? Ah, das sind die Kollegen vom... das ist die Verstärkung. Die Nordverstärkung, wo ihr gesprochen. Okay, rein kommt man nicht. Ja? Das heißt, die wissen anscheinend nicht, dass man da unten durch kann, wo ich jetzt durch. Hat es dann eine Kiste erschienen?
komme ich hier zurück, ja. Was ist denn hier drüben, wenn ich dort rumgehe? Zum Glück habe ich dazu mal mit dir die Reitgeschwindigkeit erhöht, sonst wäre ich jetzt ziemlich langsam unterwegs. Okay, hier ist versperrt, hier geht's nicht weiter. Das ist aber in ESO auch ein Pluspunkt eigentlich, muss man ihnen hoch anrechnen. Sie haben fast überall so eingerichtet, dass wenn man irgendwo runter kann, immer wo drauf springen kann, dass man nicht direkt stirbt oder so. Es hat immer so Felsvorsprünge oder Pilze oder irgendwas. Von dem her muss ich sagen, haben sie das sehr nutzerfreundlich gemacht. Ich schau mal, ob ich da nochmal mitmachen kann. Ah, da ist gar niemand. Das heißt, ich kann den komplett alleine jetzt machen. Hin und wieder, wenn ihr seht, dass da so ein Dolmen ist, dann ist es auch gut, wenn ihr... Also ich habe schon oft Spieler erlebt, die den machen wollten, aber alleine den nicht gepackt haben, weil sie... gerade neu im Spiel waren oder so. Oder hin und wieder sieht man auch, dass der Boss da ist und irgendwo ein Spieler ist in der Ferne und wartet, ob dann jemand zu Hilfe kommt oder so. Und das hat sich so verinnerlicht irgendwie in mir, dass ich da meistens eben direkt hinrenne und versuche da zu helfen oder so. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Level der Spieler hier? Weil ist ja eigentlich auch ein Startgebiet. Ja, der hat nur Level 27, das heißt alleine wäre der wahrscheinlich ein bisschen... Ah, da hat es noch eine. Oh, hab ich nicht geschaut, so. Wollen wir doch sehen, ob ihr der Macht von Gärtner Relvel, der blutroten Hexe von Gramfeste, widersteht. Ja, alleine hätte der wahrscheinlich ein bisschen Mühe gehabt, er oder so. Manchmal dreht sich die Beute um und beißt uns. Mal schauen, ob er drückt oder sie. Auf jeden Fall habe ich jetzt da jemandem auch wieder geholt. Also hier war ich ursprünglich. Vildessa Hartherz. Okay, mit denen kann man nicht reden. Kino. Ich komme langsam, aber stetig voran. Ist auch noch gemein, wenn du eine Feste hast und der Feind nimmt die ein und du kannst die gar nicht einnehmen, ja, weil die so gut gepanzert ist, dass du da nicht mehr reinkommst. Okay, ich habe jetzt da nicht jeden Namen vorgelesen. Ihr seht, es sind ziemlich viele. Irgendjemand ist am Apfelknabbern, so wie das Band. Oder es ist der Guar.
Also einige Namen sind wirklich noch interessant. Clan Katu. Rigelva. Bevila Vavas. Es braucht schon mehr als das, um mich umzubringen. Also wenn man mal einen Spielernamen bräuchte, dann würde man hier relativ auch fündig werden. Alfund. Alnai. Chanka. Ah, hier hat es noch ein Magierbuch. Formen des Glaubens, die Nord. Roret, Breves, Giretti. Ich benötige Hilfe. Giden, Arotan, Rosrita. Also die sind viele verwundet und erschöpft und so hier, hä? Weiß nicht, ob man da später einige von denen auch wieder sieht oder so, keine Ahnung. Bei den dreien. Freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Was ist hier los? Meine Spione erzählen mir, dass General Serin die meisten seiner Streitkräfte zu Vivex van Faren entsendet hat. Er sollte nicht die Stärke haben, die Feste Virak zu halten, aber er widersteht unseren Attacken. Ich denke, ich weiß, wie er das macht. Ich hoffe nur, dass ich mich irre. Wie kann ich helfen, Garin? Also einige Truppen haben wir ja da unten in der Schlucht gesehen, da wo ich hochgekommen bin. Nur euch traue ich das zu. Geht an die Front. Es mag grausig klingen, aber ihr müsst die Leichen der gefallenen Truppen des Bündnisses für mich untersuchen. Haltet Ausschau nach etwas, nun ja, Ungewöhnlichem. Und seid diskret. Ich will die Truppe nicht in Panik versetzen. Geht an die Frontlinie. Seht nach, ob ihr etwas findet. Wir sprechen uns, wenn ihr zurückgekehrt seid. Ich glaube, ich habe da eine Ahnung, auf was er anspielen will. Ja, man sieht es hier, glaube ich, schon ein bisschen, oder ne? Nein, bei dem ist noch nichts Verdächtiges. Also hier hinten um war ich auch noch nicht. Ah, da hat es einen Eingang. Hä? Ruinen unter der Feste Virak. Okay. Schatz da drüben. Ja, hier sieht man es jetzt. Ich glaube, ich muss auch nicht groß dazu sagen. Das heißt, wenn man keine Truppen mehr hat, macht man ein bisschen Nekromantie und... Entzünde!
habe eine Halskette für einen Gefährten bekommen. Das heißt, da kann ich jetzt dem Gadan ausrüsten. So, warte mal. Sprecht, ich lausche. Ausrüstung. Erhöht die Durchdringung um 900. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so wild bewegen. Soll ich ihm mal die Ding... Boah, freischaltbarer Brand 20 bei Heilungsstab. Das dauert noch ein Weilchen. Muss ich mal mich orientieren, wo der andere ist, wo ich da noch einsammeln muss. Recht mit Garin Indoril, okay. Habt ihr etwas Verdächtiges gefunden? Die Soldaten, gegen die unsere Truppen gekämpft haben, waren verwest. Jetzt versteht ihr wohl, warum ich euch dem nachgehen ließ. Ich will meine Truppen nicht in Panik versetzen. Jeden Tag nach der Schlacht ließen wir den Gegner aus Respekt seine Toten bergen. Doch in der Nacht erhebt sie Serien einfach wieder, damit sie sich uns am nächsten Tag erneut entgegenstellen können. Wie kann ich dem ein Ende setzen? Diese alte Echse schreitet in Asche, kam mit einem Plan zu mir, die Feste zu infiltrieren. Ich sagte ihr, es wäre zu riskant. Doch jetzt kämpfen wir auf verlorenem Posten. Es ist Zeit, etwas zu riskieren. Schreitet in Asche und ein Elitetrupp sind in den Ruinen unter der Feste. Sie wird euch den Rest erklären. Schreitet in Asche, wartet in den Ruinen auf euch. Beeilt euch! Das heißt, da links der Eingang, denke ich jetzt mal. Hm?